Robert Büschel und Sebastian Münch sind die Cottbusser des Jahres 2013. Beide sind schon seit 10 Jahren beim Stadtverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Sie wurden gestern Abend im Cottbusser Stadthaus vom Wochenkurier, Radio Cottbus, Landskron und dem Stadtmarketing mit der heiß begehrten Pyramide ausgezeichnet. Ja, wir sind total überwältigt. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet. Für uns war die Nominierung schon ein Highlight in unserem bisher doch kurzen Leben. Und wir freuen uns einfach drüber und müssen es, glaube ich, erstmal richtig sacken lassen, was das für uns bedeutet jetzt. Alles begann am 2. Juni 2013 mit einem Anruf aus Meißen. Durch tagelange Regenfälle kämpften viele Städte seit Wochen schon gegen das Hochwasser. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer. Vor allem Städte an der Elbe waren betroffen. In 55 Landkreisen musste der Katastrophenalarm ausgerufen werden. Menschen kämpften um ihr Hab und Gut, teilweise ums nackte Überleben. Das hielt Robert und Sebastian jedoch nicht davon ab, am nächsten Morgen an Ort und Stelle gegen das Hochwasser zu kämpfen. Dort angekommen war es erstmal noch trocken soweit. Die Elbe hatte zwar schon einen relativ hohen Stand erreicht, aber das Wasser stieg über Nacht bis in die Innenstadt. Das heißt, am ersten Tag konnten wir problemlos durchlaufen, am zweiten Tag mussten wir mit dem Boot durchfahren. Und das ist dann natürlich schon hart zu sehen, wie die Bevölkerung aus den Fenstern guckt und sagt, ja, wie sollen wir jetzt rauskommen, was sollen wir machen? Und dann heißt es natürlich, eine Person nach der anderen aus den Häusern holen, teilweise schon komplett überschwemmte Flure. Und das war halt in Meißen ziemlich dramatisch, weil die komplette Innenstadt überflutet war. Robert Büschel und Sebastian Münch, zu Recht Cottbusser des Jahres 2013. Sie waren mittendrin, kurzum, sie waren da, als sie gebraucht wurden. Neben ihnen waren über 19.000 Soldaten von der Bundeswehr, die Feuerwehr und weitere zahlreiche Helfer im Einsatz. Ohne deren Engagement und Mut wären viele Rettungsmaßnahmen nicht möglich gewesen. Deshalb wissen Robert Büschel und Sebastian Münch genau, wohin ihr Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro gehen soll. Wir werden die eine Hälfte in unsere eigene Jugendarbeit stecken, in die Ausbildung von neuen Rettungsschwimmern, in Anschaffung von Rettungsmitteln, Geräten und Ähnlichem, damit wir für den nächsten Einsatz wieder gewappnet sind. Und die andere Hälfte geht an die Jugendfeuerwehr aus Branitz, die mit uns sehr viel zusammenarbeitet, mit denen wir Übungen veranstalten und die das Geld auch gut gebrauchen können. Abgerundet wurde der Abend durch den Auftritt der 21-jährigen Sängerin Anna-Karina Wojcik. Bekannt wurde sie durch die Castingshow DSDS. Außerdem trat der Popcorn-Chor auf, der seit 2010 zu den 10 besten Chören Deutschlands gehört. Ein abendfüllendes Programm, welches für jede Menge Unterhaltung sorgte.